Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Kingdom Come und wir befinden uns noch im Wald, denn wir waren ja mit dem guten Hans da auf der Jagd. Und das Problem dabei ist, neues spielen wir nicht, haben wir ihn ja direkt raus wieder. Das Problem dabei ist, er ist uns jetzt abhanden gekommen, denn er ist ja losgeritten und verfolgt dieses Wildschwein. Gut, wir müssen auch verfolgen. Können aber gar nicht so viel machen eigentlich. Außer, wir haben ihn verloren, weil er hat ja ein Pferd und wir nicht. Na gut, lass uns ihn mal suchen. Irgendwo werden wir ihn schon finden. Bin ich Waffen dabei? Ah, habe ich, okay. Will ich mal rausholen. Wer weiß, ob da nicht irgendwie... Laufen, vielleicht ein bisschen schneller. Wo ist er denn hingeritten? Auf die Karte gucken? Huch. Hey, raus. Warte, ja, was mache ich denn jetzt? Ich will die Karte haben. Danke, da ist er hinten. Oh. Okay, wir müssen in dem Gebiet suchen. Na gut, machen wir. Natürlich ärgerlich, dass er weg ist und auch ein Pferd auch noch hat. Und uns damit sozusagen wie ein Idiot da stehen lässt. Aber nur gut. Er ist nur mal ein Adliger. Und wir sind nur das Fußvolk. Deswegen laufen wir auch zu Fuß. Das ist ein Stein. Ich dachte, da liegt jetzt das Wildschwein. Nein. Ein Baumstumpf. Mhm. Also sie müssten jetzt in dem Gebiet sein. Genau. Finde Herrn Hans. Huch. Wollte ich schnell reisen. Mal noch raus. Also es ist schon so ein bisschen... Mehr oder weniger. Ne? Guck mal. Hier. Da liegt ein Wildschwein im Gebüsch. Nein, tut's nicht. Okay. Nicht, dass die Sau ihn umgebracht hat. Also. Du hast entdeckt, Jagdgebiet Hirsche. Okay. Ja, weil, da taucht der Hirsch einfach meine Nase auf. Hätte ich einen Bogen gehabt, hätte ich ihn wegflanken können. Habe ich auch nicht. Hätte ich fast mit dem Schwert abmetzen können, oder? Habe ich ihn getroffen? Natürlich nicht. Das war auch mein einziger Pfeil, den ich noch hatte. Jagdgebiet Reh haben wir auch entdeckt, okay. Aber es ist auch gar nicht, was wir suchen wollen. Wir wollen ja den Herrn Hans suchen. Muss er hier irgendwo rumlaufen. Das ist ja schade. Ich muss das ganze Gebiet absuchen, um ihn zu finden. Das ist natürlich schon ärgerlich. Das wäre natürlich cooler gewesen. Wenn nicht. Aber nun ja. Ist noch ein Gebiet drin? Ja. Okay, kann er sich überall befinden. Kann er abgeworfen worden sein vom Pferd. Beziehungsweise... Man weiß es nicht. Du hast entdeckt ein Grab. Wo habe ich denn ein Grab entdeckt? Ja, nicht so schön. Nur ein Grab entdecken. Hier? Wenn wir ein ganzes Gebiet hier absuchen müssen. Und aus dem Gebiet rauskommen, das wäre natürlich doof. Okay, wir laufen mal hier längs. Wir laufen mal den ganzen Rand ab. Und dann machen wir uns mehr oder weniger auf die zur Mitte auf den Weg. Hier drin? Ah, okay. Also hier ist der Weg. Kann ich am Weg halten? Nee, ich muss da so längs laufen. Hui. Okay. Das ist ja ein bisschen blöd.
Okay. Entschuldigung. Der Tümpel. Da kannst du aber rüberhüpfen, muss ich gerade sagen. Mein Gott, wo ist denn der Spack? Wo hat er sich denn hin verkrochen? Das ist ein Hase. Aber warum ich immer falsch drücke, das liegt daran, ich komme gerade vom Spielen von der Switch und da sind die unteren beiden Buttons ja vertauscht, beziehungsweise anders als bei den restlichen Konsolen. Das ist so ein bisschen blöd, deswegen drücke ich immer auf unten, wo ich es gar nicht müsste. Okay, dann gehen wir jetzt in diese Richtung weiter. Wo ist denn der? Was macht er denn auch da irgendwo? Den finde ich bestimmt tot irgendwo. Und dann werde ich dafür nachher noch zur Rechenschaft gezogen, weil er gestorben ist. Bei der Jagd. Das ist ja blöd. Also, es könnte natürlich sein, ne? Ein großes Bier absuchen muss, aber ich sehe ihn ja auch nirgends. Ich gucke auch links und rechts, aber ich sehe ja auch nichts. Das ist ja das Blöde. Da hinten. Da hinten ist ein Zelt. Oh, das ist unser Lager. Nee, unser Lager ist ja nicht hier in der Nähe. Lass uns da doch mal hingehen. Vielleicht schleichen wir uns lieber ran. Nicht, dass es irgendwelche Feinde sind. Nee, guck mal. Das ist doch gut. Ein Lager. Deine Mutter ist eine Dirne. Haben sie den da gefesselt, den Baum? Ist das mein Kumpel, den sie gefesselt haben? Oh, oh. Dann sind die auf jeden Fall nicht freundlich gesinnt, dann sind das böse. Schleichen sie mal ran und gucken mal. Komm her, du! Zeig mir deine Titten! Komm schon, hör auf so zu tun, als wärst du ein Kerl und pack die Euter aus! Aber ich sehe gar keine Leute da irgendwie. Hey du, Sodomit! Wie ist es so, von einem Pferd gefickt zu werden? Mach ich mal los. Okay. Und jetzt? Folge Herrn Hans. Wir verschwinden es. Komm mit. Jetzt müsste dem Typen noch eigentlich auffallen, dass da keiner mehr am Baum schon ist, oder? Das fällt ihm anscheinend nicht auf. Naja, laufen wir den Hans mal hinterher. Ich kann ihn umhauen? Das will ich nicht. Hätte man wahrscheinlich auch blutig lösen können, indem man die Gegner da ermordet. Aber da ich ja nicht sehr super Schwertkämpfer bin im Moment, lassen wir das mal lieber, ne?
Ah, guck mal. Heinrich! Heinrich! Sprechen wir mit ihm. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih, Herr. Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Das machen wir. Oh, wir sind schon auf dem Heimweg. Das ist Herr Carpon. Hierher, Leute. Du da, hilf ihm. Cool. Vielleicht stehen wir ja, oder vielleicht stehen die ja so ein bisschen in unserer Schuld und wir kriegen noch was Cooles von denen. Oder auch nicht. Doch, glaube ich schon. Bekommen wir den höheren Dienst, weil wir ihn gerettet haben. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Oh, jetzt geht's. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Wow. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein. Siehste? Darf er auch mittrinken? Natürlich nicht, aber eingießen darf ich. Vergib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Liam Neeson. Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smill ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Super, befördert worden und ein Pferd noch bekommen. Besser kann der Tag doch gar nicht laufen, oder was? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, Spiel wurde auch gespeichert, das ist natürlich super für uns. Sparen wir uns einen Rettertrank. Erstatte Hauptmann Bernard auf dem Vorplatz Bericht. Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Beeilung! Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Können wir los? Bist du bereit? Muss er genervt.
Noch nicht. Noch nicht. Und warum vergeudest du Zeit? Wir werden nicht ewig warten. So, ich muss noch kurz gucken. Muss ich noch irgendwas besorgen hier? Dann kann es auch losgehen. Ich glaube, ich futter noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen viel drin, ne? Aber kann ich nicht irgendwas mal loswerden hier? Ich habe ja noch so viel... Ich hätte mal nicht so viel essen sollen. Ich habe noch so viel Gepäck. So kann ich das denn hintun? Wie werde ich denn meinen ganzen Kram los? Das ist ja wirklich eine gute Frage. So. Wir haben ja so viel im Inventar. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ganze Hasenfleisch und so. Bloß wo soll ich das hintun? Na gut, so, das schmeißen wir auch raus jetzt. Nee, wir sind. Irgendwo müssen wir noch. Gibt es nicht irgendwo einen Händler oder so, wo man was verkaufen kann? Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwo was verkaufen, weil das wäre ja so ärgerlich, wenn das alles weg ist. Das kann man doch bestimmt irgendwo für gutes Geld loswerden. Das Hasenfleisch ist ja noch gut. Ob wir hier irgendwas finden. Ja, das glaube ich, kriegen wir hin. Ich kann auch nicht spurten, wenn ich überladen bin. Das ist natürlich blöd. Da unten, da sind die Händler. Da gehen wir doch schon hin. Warum ist mein Ruf schlechter geworden? Hier, wir kaufen direkt beim Wirt. Ah! Beste Grüße. Lass uns handeln. So, pass auf, ich will das verkaufen. Wie viel Geld hast du denn? Okay, pass mal auf. Okay, hier ist noch mehr Hasenfleisch. Und noch mehr Hasenfleisch. So, und dann kannst du auch noch bekommen von mir... warte mal. Irgendwas. Das kauft alles nicht. Okay, dann war's das. Ach komm, ich will nicht falsch wieder abschließen. So, geh zu den Fernseher, setz auf, machen wir. So, wir haben jetzt auf Bernard leider nicht gewartet, das macht auch nichts. Dann müssen wir halt hinterher reiten, aber ich konnte ja nicht mehr so viel Gepäck los. Das war nicht so viel weniger. Warte mal, glaube ich es weniger. Na doch, guck mal, wir können auf jeden Fall einiges tragen. Und die reiten schon alle los und wir auch jetzt. Das mein Pferd? Oder das hier? Das hier wahrscheinlich, ne? Pebbles? Das ist wahrscheinlich meins. Huch. Auch ein bisschen schwerfällig zu steuern. Da reiten sie schon. Ach komm schon. Ne, nicht absteigen. Raufsteigen. Ach Mann. Das wird nur hier an der Dings hängen. So Galopp. Leider nicht mehr, aber so weit können sie ja nicht weg sein. Da, sind sie das schon? Ja, ne? Ja, okay. Ja. Na los, komm. Ich hole euch mal kurz. Mein Pferd ist wahrscheinlich schneller, weil ich keine Rüstung habe. Was beim Neuhof los ist. Bin ja ein bisschen gespannt. Ob es der gleiche Typ ist, der wohl ja nur auch. Das ganze verfluchte Gestüt in Flammen? Anscheinend. Wäre natürlich cool, wenn ich die Rache bekommen würde an denen, aber ich glaube, den kann ich immer noch nicht besiegen. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen so viel kämpfen gelernt. Ich glaube,
glaube also nicht, dass es das ist. Du hast einen Neuhof entdeckt. Die Pferde abgeschlachtet und nicht dein Pferd? Oh ja. Da reitet man dem hier hinterher. Schnellreiseort haben wir auch entdeckt, das ist natürlich super. Nee, du sollst hierher reiten. Wenn man automatisch drückt, dann reitet er die Wege längs und der meint jetzt wohl, er müsste dann da längs reiten. Folge der Männer nach Neuhof, habe ich. Passiert alles. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Ganz Pferde abgeschlachtet, ne? Widerlich ist das was denn? Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Die Pocken. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Na gut, jetzt sind wir ein kleiner Kommissar und werden uns das Ganze mal angucken. Unser Gestüt ist noch nicht am Ende. Das schwöre ich dir, mein Liebster. Ich gehe und befrage die Überlebenden. Komm, fragen, reden wir mit dir mal. Smir, der Besitzer des Gestüts.
Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Reden wir mit dir. Frag. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Erzähl mir vom Überfall. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Das kommt vor? Kommen öfters Betrunkene hierher? Manchmal. Aber nicht dieses Mal. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Mill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Welche Stimmen hast du gehört? Hast du die Stimmen erkannt? Nein, aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja, es muss etwas passiert sein. Wo kam der Lärm her? Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Schon gut. War ein großer? Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Wer hat etwas gesehen? Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Jakob, der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Sonst fällt mir niemand ein. Okay, das reicht. So. Hier sind auch Blutspuren. Guck mal, ist hier jemand drin? Ein paar Pferde leben ja noch. Kann man nur so grausam sein? Das stimmt. Da, wer ist er denn? Dorfbewohner. Den kann ich nur was stehlen, das will ich gar nicht. Dann gehen wir nochmal rein ins Gestüt. Guck mal, muss ja irgendwo jemand noch sein. Weil für sie ist es natürlich ärgerlich, ihr Mann ist hops. Trauer. Hier ist auch keiner drin. Da steht auch einer. Was ist er denn hier? Wie kann man nur so grausam sein? Was fragt man mich? Jakob. Fragen wir Jakob. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin einer der Überlebenden. Aus Scarlets. Ah, verstehe. Na schön. Was willst du wissen? Was ist hier geschehen? Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen. Kurz vor dem Morgengrauen. Wie wurdest du denn verwundet? Wie hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja. Aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Oh, cool. Warum haben sie das getan? Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. War ein großer, schwarzer, gekleideter Kerl? Es gibt da diesen Kerl. Einen schwarz gekleideten Hünen mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Hilf mir. Kannst du mir helfen? Wie? Du kennst die Gegend. Wie finde ich raus, wohin sie ging? Sie hatten's eilig. Du könntest schauen, ob sie was umgeworfen haben. Ein Zaun oder so. Okay. Alles das ist natürlich nett, kleine Tipps zu bekommen. So, da ist noch eine Mark da draußen. Die fragen wir auch mal. Ist hier noch jemand drin? Mit dem Pferd. Da. Dorfbewohnerin, die brauchen wir nicht befragen.
Ging doch gerade noch jemand da im Hintergrund, als wir ihn befragt haben. Gucken, ob wir den nochmal finden. Wir gehen mal hier außen rum. Guck mal ein bisschen. Liegt ja auch noch einer. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Sie war Blut auf jeden Fall. Jetzt sind wir mal abgebrannt hier. Schon ein paar Bestien, ne? Ah, die komischen Hunde. Hier sind auch ein paar Menschen. Darf ich nur die befragen? Hier sitzt doch einer. Wer ist er denn? Mark, okay. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Wenn ich sage, du sollst reden, dann redest du. Aufhören, aufhören. Lass mich in Ruhe, ihr alle. Lebe wohl. Was? Kann ich mit ihm reden? Okay. Wie kann man nur so grausam sein? Wächter? Kann man nicht. Was ist er denn hier? Dorfbewohner? Wo ist der Rotschopf, oder wer hieß? Der Rotschopf hieß er, ne? Mit roten Haaren sein. Er da ist da hinten? Der sieht doch recht rötlich aus. Wie ihre. Aha. So, Rotschopf. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier geschehen? Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Woher kamen sie denn? Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein, hab gar nichts gesehen. Keiner weiß was und keiner will reden. Ist doch schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ihn mal versuchen zu reden? Nee. Wir müssen uns da mal im Stall umgucken. Okay. Ich dachte, ich könnte noch was Neues fragen. Das kann man so gar nicht. Kein Schloss knacken hier, weil sie wegen Diebstahl erwischt werden. Okay, und was können wir denn jetzt noch machen hier? Also andere Seite, andere Sachen machen. Warte mal. Gucken wir mal kurz die Questlog an. Befrage Überlebenden. Finde heraus, wohin die Angreifer schon sind. Okay. Gut. Wir sollen uns nach Ästen angucken, die umgeknickt sind oder irgendwie sowas, ne? Ich krieg das ja hin. Gucken wir mal. Die sind ja nicht gerade so redselig hier. Gehen wir weiter. Ich sag Mehl, ich dachte, die hätten jetzt noch irgendwie so ein Schwein umgebracht. Na, guck mal hier. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Okay. Erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Okay, machen wir mal.
herausfinden hier. Nördlich ist er hier, ne? So. Hier in den Wald reingehen, wenn ich hier was erkunden soll. So, hier wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich da im gelben Bereich, ne? Okay. Hier irgendwas ist, ne? Aber was ist denn die Quest nochmal? Guck mal hin. Erkunde die Gegend nördlich gestellt und befrag hier. Ich sehe hier nichts. Muss ich irgendwie auf dem Boden irgendwas finden? Was muss er da irgendwie? Also das Geschütz ist da. Das heißt, die ganze Gegend, die wir erkunden können, ist ja diese hier. Wir sind ja da aus dem Tor rausgekommen, wie er selbst erkannt hat. Und dann sind die hier hoch. Okay. Können wir noch irgendwelche Indizien finden, die auf dem Boden liegen oder so? Vielleicht hat er irgendjemand was fallen gelassen. Oder irgendwas. Mhm. Da ist schon viel zu weit, ne? Okay, wieder zurück. Hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Hey, jetzt hat er gerade das Spiel gespeichert. Erkunde die Lichtung im Wald. So. Das ist ja bescheuert. Hat er nichts erkannt direkt? Sieht für mich wie eine Lichtung aus. Ist auch ein bisschen blöd, ich habe irgendwas entdeckt anscheinend. Aber ich kann ja nicht sehen, was. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Gut, entdeckt habe ich noch nichts hier. Also ich mir die Füße hier platt laufe. Hier wird die Musik spannend, also irgendwas ist hier vielleicht. Da ist auch jemand. Meine Gebete wurden erhört. Oh. Gerade wollte ich meine Wut annehmen. Nein, nein, nein. Oh, ich komme hier auch nicht weg. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Komm her, du Weichei. Ah!
Oh nein! Okay. Kein Herumgescheiße mehr. Na komm her, du. Alle. Ausweichen jetzt. Er rennt weg. Oh, fuck. Musst du jetzt... Soll das etwa alles sein? Du denkst, du bist gut, nicht wahr? Geht so. Oh, bitte. Viel Leben, aber ich auch nicht mehr. Okay. Ich hack dich in Stücke, du. Nein, Ratte. Ich will nichts mehr. Oh, Hilfe. Oh, das war's. Shit. Das ist ja bescheuert. Das war mal ein mieser Kampf, aber jetzt muss ich mal gucken, dass ich den anders irgendwie bekämpfe. So, was war das jetzt mal? Die Lichtung, ne? Ja. Blöd. Ärgert mich gerade ein bisschen. Aber naja, mal gucken. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Ich schlachte dich ab. Ja, soll man hinkriegen. Du wirst leiden. Das ist doch nicht normal, dass er mich jedes Mal... Ich sehe nicht mehr. Oh, fuck it. Kampf ist nicht meine Stärke gerade, ne?
Idee. Aber er ist tot. Plündern wir ihn? Oh, wir wollen mal sein Geld weg. Guck mal, er hat alles Mögliche geklaut. Ein Kommunionskelch. Oh, Spitzweil, die wir mitnehmen. Platten, Lederhandschuhe, Hasenfleisch brauchen wir nicht. Mit und schon gut verkaufen. Das auch. Kann man reden. Verflucht. Ah, keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser. Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch voller Pferdescheiße. Wir suchen wir ihn mal. Blutiger Hufkratzer, den nehmen wir mit. Das Geld natürlich auch mit. An einen Hofkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Ich nehme ein paar Sachen mit hier, weil man kann ja das irgendwie mal verkaufen. Wenn wir zu einem Händler kommen. Okay. Gehen wir zurück zu Neuhof. Und gucken mal. Ob jemand was darüber weiß. Vielleicht ist es ein Insider-Job gewesen, ne? Aber muss mich, glaube ich, verbinden einmal, oder? Kann das sein? Gleich da, aber ich gucke mal, ob ich ihn nochmal verbinden kann hier. Wo ist denn mein... Verband. Anwenden. Ach, ich blute gar nicht. Okay. Ich dachte, ich blute ein bisschen. Ich bin wahrscheinlich nur erschöpft. Gut. Dann brauchen wir es auch nicht. So. Fragen wir mal erstmal die Dorfbewohner hier unten. Alle, die mit uns reden wollten. Kommst du hier rüber? Komm hier rüber? Okay. Gut. Der ist nicht mehr hier, der rote Hans. Ist er das hier? Nee. Wo ist er hin? Ich kann auch mit dem Wächter reden. Ach, guck mal, komm mal rüber. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich versuche mir einen Reim darauf zu machen. Aber hier wirst du Rotschopf nicht mehr finden. Er ist weg. Und du weißt nicht, wohin er gegangen sein könnte? Du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte. Keine Ahnung. Frag Jakob. Möge Gott über dich wachen. Fragen wir Jakob. Jakob war drinnen, ne? Also im Haupthaus, oder? Ich meine, ja. Gut, gehen wir noch hin. Huch, hier noch ein totes Pferd. Die liegen auch hier rum da. Ich glaube, Jakob ist drinnen gewesen. Den müssen wir finden.
Wir sind echt kleiner Sherlock hier. Da ist Jakob. Hi Jakob. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Mach's gut. Gut, gespeichert. Dann sollen wir nochmal mit den Herrn Banar schnacken. Glück und Gesundheit. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Und er verschwand. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratei. Ist gut, Herr. Sehr gut. Mach's gut. Gut, ich habe ein schon wenig Leben. Aber wir müssen jetzt natürlich jetzt den Typen suchen. Also wir müssen dem Fluss folgen hier. In den Wald rein. Dann machen wir das doch. Nehmen wir ein Pferd mit. Ist ja, ne? Na gut. Sag ich mal irgendwie kurz mal schlafen, aber vielleicht kann ich hier in Deuhof, in diesem Dorf irgendwas verticken noch. Weil sonst bin ich wieder überladen. Das sieht nicht so aus, ob man hier irgendwie handeln kann oder so. Dorfbewohner. Was ist das? Bin ich. Das bin nur ich, guter Mann. Na gut, wir laufen mal hier links. Ein Bienenstock entdeckt. Okay. Oh, es kommt mir vor wie bei Meine kleine Farm, wenn ich über die Wiese laufe. Na gut. Trotzdem müssen wir irgendwie übernachten noch irgendwo. Weil wir wirklich kaputt sind.
Und wie man sieht, brauchen wir auch den Schlaf. Wenn ich jetzt wieder beim Köhler sind nachher und die uns alle angreifen. Ist natürlich auch ein bisschen nervig, wäre. Das ist eine halbe Ruine. Vielleicht können wir da mal kurz nächtigen. In einem halben Haus. Weiß man natürlich nicht. Ob es überhaupt möglich wäre. Na, dann bin ich hoch hier. Die Zeit vergehen lassen, das bringt uns natürlich gar nichts. Oh, 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 passiert nichts, oder? Ein kleines bisschen. Wo ist denn der blöde Fluss? Ist der gleich hier vorne mal endlich? Ja, okay, das ist er wohl. Und dann Richtung Wälder, ne? Durch den Fluss laufen. Die Firma eigentlich ein neues Rollenspiel mal rausgebracht hier? Wie das hier rausgebracht haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja auch nicht. Wie alt ist das Spiel hier? Von 2018, 2017, 2018, glaube ich, ne? Ist natürlich die Frage, ob die einmal Lust gehabt haben, noch was Neues rauszubringen. Wäre ja interessant zu wissen. Aber vom Ding her ist es ja wirklich sehr gut gemacht. Aber trotzdem muss ich irgendwo schlafen. Das ist das Problem. Was ist er denn? Gehen wir mal lieber. Nee, wir stehen, wo wir können. Da oben ist noch eine Hütte. Ich gehe mal kurz hoch zur Hütte, bevor wir. Einfach nur um zu sehen, ob man da irgendwo ein kleines Feldbett oder irgendwas findet. Ein Lager. Muss ich einfach hinlegen? Darf man das? Ich weiß es nicht. Ich lege mich einfach mal hin für ein paar Stunden. Mal sehen. Gucken, wie frisch die Spur dann noch ist, wenn wir aufwachen. Oh, wir wurden geweckt. Was machst du hier drin? Wortführer der Köhler, reden wir mit ihm. Gelobt sei Jesus Christus. Hallo. Ich brauche Hilfe bei meiner Suche. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Der Junge war Zeuge eines Massakers. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde, aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht, aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten. Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Wohin könnte er gegangen sein? Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschitze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Na gut. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Möge Gott über dich wachen. Ich hörte, Amy würde ich ja ganz gut nochmal eine Runde pennen hier. Darf ich aber nicht. Okay. Ja, ich gehe schon raus hier. So, also der Bach war ja da unten. Und dem müssen wir auch noch folgen.
Na klar, ist er da oben. Ich bin ja auch in die falsche Richtung gelaufen. Ich hatte ja zum Uschütze, ist er da oben, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, dann müssen wir nochmal dahin. Aber wir sind ja ein bisschen ausgeruht, das ist ja schon mal nicht schlecht. Tatsächlich kommt ein Pferd. Oh, ist ja wie bei. Ist ja wie bei dem Witcher. Gut, dann wollen wir mal hinterher. Los. Ja. Okay, wieder ein. Geht viel schneller. Das ist natürlich praktisch mit dem Pferd. Sehr praktisch sogar. Kommen wir noch nach Neuhof. So, gucken wir auf die Karte. Müssen wir eigentlich nur da hoch, ne? Okay. Ja! Die Frage, ob es Sinn macht, im Dunkeln zu suchen. Oder vielleicht lieber im Hellen, aber jetzt ist es zu spät, ist noch schon unterwegs. Wir müssen natürlich auch nach Wasserausschau halten. Verzeihung, dürfte ich dich um Hilfe bitten? Ein Händler? Wir müssen reden. Hey! Beste Grüße. Wo soll's hingehen? Nach Uschitze. Ich muss zum Vogt. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Oh, naja, ich frag jemand anderes. Mach's gut. Kurz gucken. Uschitze? Da muss er wirklich nach Norden durch den Wald, ne? Sagen wir ihm das, pass auf. Nochmal reden mit ihm. Wo soll's hingehen? Nach Uschitze. Ich muss zum Vogt. Du musst nach Norden, durch den Wald. Ah, hab vielen Dank. Alles Gute. Okay. Ich glaube, man könnte jetzt noch vielleicht mit ihm handeln, aber das kann man anscheinend nicht. Ja. So. Wir müssen auf jeden Fall auch nach Uschütze, also Richtung Uschütze. Aber nicht zum Vogt. Wir müssen die Köhler finden. Zum Fluss kommen hier. Und verlaut? Dann schau ich mal an. Okay, kann ich gar nichts machen. Ich entdecke hier irgendwas Cooles. So, also wir sind gleich da. Können wir, glaube ich, laufen. Das fährt mal hier. Sind das die Köhler dann? Vielleicht. Das ist ein Häschen. Wir können uns auch mal irgendwo da nochmal schlafen legen. Hier auf dem Wagen vielleicht. Ich habe ein Lager entdeckt.
schlafen zwei. Hier schlafen auch zwei. Schade, ich dachte, ich könnte hier auch irgendwo pennen. Eine Runde knacken. Okay, anscheinend nicht. Aber da oben war doch... Wo ist denn das Lager? Da, wo ich bin gerade? Da kann ich ja oben vielleicht doch irgendwo mich hinlegen. Nein, ich glaube nicht. Das ist schade. Na gut. Dann müssen wir irgendwann mal da hinsetzen. Ah, da, schlafen und speichern, perfekt. Lass uns das mal machen. Man weiß ja nie. So, und die lachen ja wahrscheinlich dann um die Uhrzeit auf, und das tun wir auch. Fragen wir doch mal die, ob die was wissen, die Köhler. Und vielleicht war der ja da, unser Mann. Unsere Energie ist wieder auf einem guten Niveau. Und die letzte Stunde bricht an, ganz langsam. Das ist so ein Brauer zum Aufwachen wahrscheinlich, dieses langsame. Oh ja, schön aufwachen. Mm. Gut. Ah, und da schläft er. So. Jetzt nehmen wir uns noch ein leckeres Ding aus dem Topf da. Und die anderen sind auch alle wieder wach. Ah, oh, das denken sie auch. Was hat da für ein Vagabund bei uns geschlafen? Komm, wir gehen heute hier. Wortführer der Köhler. Gott sei mit dir. Na, mit dir auch. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Warte mal. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Gott behüte dich. Na toll. Noch woanders hin. Also wie blöd ist denn das? Na, guck mal. So, okay. Da ist ein Pferd. Gut. Also, gucken wir auf die Karte. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Okay. Ja. Aber hier hoch und dann rechts, ne? Neue Stufe erreicht beim Reiten. Das ist doch gut. Ich reite auch wieder Wind. Und Pebbles ist ein super Pferd. Ich hoffe, dass jetzt gleich ein Abgrund kommt. Wie hier unten. Ah, das glaube ich nicht. Ja. Fährt mich echt praktisch, ne? Kommt gut voran. Aber gerade auch, weil man keinen Schnellreisestandpunkt da hat. Irgendwo. Das ist sehr praktisch.
runter. Lieber ran schleichen, falls das irgendwelche sind, die ihn da so ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall wieder wie ein Kühlerlager aus. Machen wir mal hin. Da kommt der Typ aus dem Wasser gestiegen. Kühlerzwerg, reden wir mit ihm. Gott sei mit dir. Und mit dir. Du siehst ein bisschen aus wie der andere aus dem Gestüt. Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Schon gut, ich mache es. Na gut, ich kümmere mich um sie. Und dann verrätst du mir, wo Rotschopf steckt, ja? Ja. Werde sie los und ich sag's dir. Wo finde ich diese Banditen? Bin mir nicht sicher. Gibt viele Verstecke in der Gegend. Aber da sie über die Brücke kamen und gingen, müssen sie irgendwo in dem Gebiet sein, das zwischen uns und unseren Nachbarn liegt. Klingt nach einer Menge Wald zum Durchforsten. So viel ist es nicht. Gibt hier irgendwo einen Pfad, der zu einem verlassenen Lager führt. Lebe wohl. Gut, Spiel gespeichert. Okay. Also sie ist auch über die Brücke gekommen. Dann kann es ja nicht so weit sein. Na gut. Dann suchen wir die auch nochmal. Es kommt mir so vor, als ob egal welche Aufgabe man startet, es immer wieder eine weitere Aufgabe gibt. Ne, das Pferd brauche ich nicht, Entschuldigung. Hab ich aus Versehen gerufen. Na gut. Durchforsten wir die ganze Kracke mal. So, ein kleiner Cut. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich hier ziellos durch die Gegend geeiert bin, bis ich herausgefunden habe, dass das Lager direkt auf einer Straße liegt. Und hier ist das Lager. Aber das Problem ist, das Lager ist leer. Das heißt, ja, können nicht so viel machen, wenn so ein Lager leer ist. Da kommt ein Reh angelaufen oder ein Hase, ist das? Ein Reh, nee, ein Hase. Können also nicht so viel machen. Vielleicht müssen wir warten, bis es dunkel wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, kommt ein kleiner Rammler. Kann ja gute Zielübung machen für meinen Bogen. Ja, treffe natürlich nichts. Na schade, aber müssen wir vielleicht warten. Vielleicht muss ich die Uhr vordrehen. Oder die ganzen Banditen sind hier irgendwo im Gebüsch. Das kann natürlich auch sein. Da ist auch eine Kiste im Lager, wie man sieht. Ich traue mich bloß nicht hinzugehen, weil ich Angst habe, dass die Banditen irgendwo rundherum sind und mich dann gleich erledigen. Also, müssen wir uns hier ein bisschen umgucken. Also, sie können natürlich auch hier diesen Weg gegangen sein. Gibt ja auch hier einiges. Naja. Vielleicht sind die eher da im Dickicht da hinten. Die Karte guckt. Ja. Im Wasser. Man weiß es nicht. Da kommt jemand da hinten. Das sind die ja vielleicht. Oder einfach nur ein alter Wandersmann. Ah, nicht wehtun. So, vielleicht können wir ja uns schon hier ranschleichen. Und wir werden nicht entdeckt. Da kommt er. Mal sehen, ob irgendwas passiert hier. Okay. Was ist hier los? Ach Mist. Du bist also der Schütze. Na komm her. Jetzt steckst du in der Scheiße. Wie immer. Mehr hast du nicht drauf. Ich muss ja irgendwo anders längs laufen. Ha, komm her, du Weichei.
Okay. Die haben wir ganz gut erwischt. Ich schlachte dich ab. Okay. So, Verdächtigen haben wir umgebracht. Dann plündern wir ihn doch auch gleich mal. Was hat er denn so da? Auf jeden Fall seine... Das hier nehmen wir hinweg. Kleines Rüstungsset. Langstreckenpfeil, Spitzpfeil, Silberring. Können wir noch was tragen? Können wir auf jeden Fall was verkaufen hier? Zum Beispiel die? Die Hirnhaube. Gut. Das liegt dann natürlich hier. Komm, wir begraben ihn mal hier direkt. Ja, da los. Zack. Wir müssen natürlich gucken, das war der erste. Gab es da zwei, ne? Muss da noch ein weiter sein. Gucken wir mal, ob da noch jemand ist. Na, es ist nur einer. Aber der kam ja auch so langsam angedackelt. Vielleicht kommt der nächste ja auch hier angedackelt irgendwann. Das ist doch gut, dann warten wir doch einfach. Den haben wir ja ganz gut niedergemetzelt. Der war jetzt nicht ganz so schwierig. Aber ich glaube, ich habe auch Glückstreffer gelandet. Ist doch die Frage, ob der andere davon kommt oder von einer anderen Richtung. Kann ja auch von da kommen. Oder von hinten. Man weiß es nicht. Ist auch ein bisschen schräg, dass die beiden einzeln kommen, oder? Das war unsere Quest, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Gucken wir mal rein. Finde Rotschopf in der Stunde und töte die Banditen. Okay, das muss ja einer von denen gewesen sein. Der kommt doch von hier oben. Wenn er seine Leiche da hinten findet. Jetzt bin ich überrascht. Also der andere kam ja wirklich ganz easy da längs getorkelt. Aber ich glaube, das wird nicht so. Müssen wir den anderen vielleicht auch noch suchen. Vielleicht sind die ja geteilt. Ich muss vielleicht noch einen Platz finden, wo die sein könnten. Hier so mal Glück mit dem Hasen. Boah, der vor seiner Schnauze. Oh, ich bin echt schlecht im Bogenschießen, das muss man echt üben. Und wieder direkt vor seiner Schnauze. Das lassen wir wohl lieber. Kommt da jetzt einer? Nee, kommt keiner. Schade. Muss wahrscheinlich doch ein bisschen mich auf den Weg machen. Gut, dann gehen wir ein bisschen hier durch die Gruppe rum. Aber wahrscheinlich um dieses Lager herum sind die vielleicht. Er kam ja auch gerade hier längs. Gucken wir mal ums Lager rum. Ich finde mir unterwegs jemanden. Ist vielleicht sicherer, wenn wir Schild und Schwert nehmen, statt das hier. Witzigerweise hat er doch mit einem Schild und einem Schwert gekämpft. Warum konnte ich sowas denn jetzt nicht aufsammeln von ihm? Konnte ich den Witz nicht entdecken, oder? Hat er sowas gehabt? Nö. Womit hat er denn gekämpft, will er? Ist auch ein bisschen quatschig, ne? Naja, was soll's. Hätte ich doch eigentlich sehen müssen. Okay. Gehen wir mal hier oben rum. Gucken, ob da was ist. Anscheinend habe ich die Aufgabe ja noch nicht gelöst. Es sollten ja zwei Banditen sein. Wir haben ja nur einen gefunden. Das muss doch hier um Lager rum sein. Also der andere war doch auch beim Lager. Da kommt nicht noch jemand. Schade. Schade.
Man hört immer so Geräusche und denkt, da kommt jemand. Kommt keiner. Blöd, blöd, blöd. Crazy, crazy. Ja, ich guck nochmal. Bäm! Oh nein. Wenn ich so gut darunter zu springen. Aber wir haben das Häschen. Den Häschen-Typen gefunden. Jetzt muss ich gucken, ob ich nicht wieder hier überfüllt bin. Nee, bin ich nicht. Na gut. Na, lauf weg, kleiner Hase. Ich geh einfach hoch gucken. Hey, wer ist da? So, da kommt einer. Was sagt man dazu? Okay, noch ein Kampf. Okay. Oh, oh, oh. Das wird eine Freude. Okay. Soll das etwa alles sein? Nee, ich kann auch das hier. Bam. Und das hier. Bam. Bam. Wow. Du blöder Spast. Keine Chance gegen mich. Nahenstoß? Klar. Bam. Das war's für dich, kleiner Mann. Was hast du denn so dabei? Die noch mit? Groschen nehmen wir mit. Ich habe gerade gelesen, gefickte Beine. Das heißt geflickte. Geflickte Beinlinge. So, den Silberring nehmen wir noch mit. Oh, da ist ganz viel Wildschweinleder. Aber das ist zu schwer, ne? Hm. Ringelblumenaufguss, den können wir mitnehmen. Schwarz-weiße Gugel. Was ist denn das? Keine Ahnung. Nun gut. Gut, wir haben die beide umgebracht. Das heißt, wir können zurückgehen zu unseren... Und die Köhlern. Und dann soll er uns mal erzählen, wo der Typ ist. Und jetzt habe ich was gegessen hier. Mann, habe ich noch Hunger. Leckers. Oh, ich bin auch voll gefressen. Na gut. Gut. Aber die haben wir besiegt. Kampf ging ja noch in einermaßen normalen Richtung. Ich glaube, wenn die zu zweit angegriffen hätten, dann wäre es irgendwie nicht so cool gewesen. Aber naja. Hallo, Pebbles. Los geht's. Ja. Ja. Warum trag mich? Ich bin ein vollgefressenes Schwein. Das Pferdchen muss mich tragen. Richtigen Weg, ja, okay. Ja! Ah, da ist die Brücke. Okay, dann sind die Köder nicht mehr weit. Hallöchen, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. So. Dann lass uns mal den Zwilling suchen. Das war nicht der hier, ne? Brinus, ne, aber da hinten, der im Roten war das doch, ne? Köhler zwingen, so.
Gott sei mit dir. Mach dir wegen der Banditen keine Sorgen. Ich hab sie erledigt. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschopf führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. Möge Gott über dich wachen. Gut, dann müssen wir jetzt Rotschopf suchen. Man fährt ja noch da? Genau. Ja, dann hoffen wir, dass er jetzt auch mal da ist und wir nicht noch eine Aufgabe lösen müssen. Kurz auf die Karte gucken. Okay. Wir müssen trotzdem über die Brücke, oder? Warte mal, ich wollte auf dem Weg reiten. Komm schon. Oh. Ein bisschen schwergängig das Feld gerade hier. Was ist hier denn passiert? Wie liegt denn hier Dorfbewohner rum? Ja. 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 Wir reiten irgendwie in die falsche Richtung. Warte mal, da müssen wir hoch. Ja. Weißt du was? Ich steig vom Pferd ab. Scheiß auf Pebbles. Pebbles, ich hol dich auf der anderen Seite wieder. Aber jetzt müssen wir noch hier rüber. So. In der Straße und dann zum Pfad. Sollte ein leichtes sein. Oh, ich sehe gerade, es ist ja schon reichlich spät. Aber da wollen wir noch mal hin. Vielleicht können wir das auch speichern. Das ist vielleicht ganz gut für uns. So, jetzt können wir kurz weiterreiten. Ja. Oh Mann. Solche Büsche einen aber auch so doll aufhalten. Ja. Peppels. Man müsste vielleicht auch echt nur auf den Wegen reiten, ja. Ne? Der fällt ein. Wie beim Witcher ist hier nicht so drin. Ja. Ist das die alte Hütte? Wahrscheinlich. Sieht man auf dem Boden rum. Ah, ist eine Pilze, okay. Brauchen wir jetzt nicht. Hier drin ist. Da ist Rotschopf. Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Warum bist du weggelaufen? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenkel gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen.
Vergiss meinen Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hufkratzer aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Worüber stritten die sich denn? Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Ich weiß, wie du dich fühlst. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Gut. Das war alles. Ich habe genug gehört. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück. Aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Ich könnte sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin hast du die Schurken erledigt. Gut. Aber ich würde sagen, ab hier speichern wir und reisen danach zurück zum Gestüt. Spannende Geschichte bis jetzt. Zieht sich ganz schön die Rotstoff-Geschichte, muss man sagen. Aber trotzdem ganz gut. Und ja, hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss.